Unzertrennlich auf und neben dem Platz und unentbehrlich für den TC 1899 Blau-Weiß. Andrea Amalia Roska und Joana Loredana Roska sind keine Schwestern, wie man vielleicht annehmen mag, aber beste Freundinnen. Gemeinsam tragen die beiden Rumäninnen unmittelbar zum 8:1 Erfolg am Spieltag gegen den Tennis- und Eislaufclub Waldau Stuttgart bei. Hier sind alle sehr warmherzig. Das ist sehr nett und das ist der Grund, warum wir gewinnen, weil wir uns gegenseitig unterstützen. Andrea Amalia Roska ist seit 3 Jahren im Team, Identifikationsfigur und eine echte Kämpferin. Erst seit kurzem steht sie nach einem gebrochenen Zeh wieder auf dem Court und liefert ab. Ihr Einzel gegen Anna Zaya gewinnt sie im Schnelldurchlauf mit 6:3 und 6:2 und natürlich mit Joana an der Seitenlinie. Wir haben schon einmal gegeneinander gespielt, in 2020, auch in der Liga. Ich weiß, dass ich gewonnen habe, aber es war ein bisschen anstrengender damals. Erst im 3. Satz habe ich gewonnen. Also wusste ich, was ich heute von ihr erwarten kann und deswegen habe ich auch so gut gespielt. Für Joana ist es die erste Saison in Grunewald und sie ragt bisher vor allem durch ihre konstanten Leistungen heraus. Sie ist die Spielerin, die bis jetzt die meisten Spiele für Blau-Weiß gewinnen konnte. Und auch gegen Anna Grabitsch sichert sie Blau-Weiß einen weiteren Matchpunkt und gibt dabei insgesamt nur 2 Spiele ab. Neben dem Court zeichnet sie sich vor allem durch ihre Persönlichkeit aus. Ist total umgänglich, gar nicht kompliziert, passt sich dem Team super an, ist immer bereit. Also ich hätte sie auch einfach 24 Stunden vorher anrufen können, kannst du jetzt nach Berlin kommen, und sie wäre gekommen. Kennengelernt haben sich die beiden natürlich beim Tennis auf einem Turnier in Rumänien. Eine Freundschaft entwickelte sich aber erst ein paar Jahre später, als Joana Andrea einlud, für ihre Tennismannschaft in Spanien zu spielen. Und seitdem sind die beiden unzertrennlich. Wir sind beste Freunde, aber auch 2 unterschiedliche Personen. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir uns so gut verstehen. Auch wenn wir unterschiedliche Geschmäcker haben und unterschiedliche Ideen, können wir uns immer verstehen und unterstützen uns auch. Und genau das macht die beiden auch zu einem guten Doppel. Die beiden liefern sich gegen Alexandra Vecic und Viktoria Pole ein spannendes Match, können den ersten Satz nach Breakdown noch mit 7:5 gewinnen. Trotzdem muss die Partie im Match-Tiebreak entschieden werden. Ja, im 2. Satz waren wir ein bisschen zu ruhig, also haben wir schon an den Tiebreak gedacht und ihn versucht, so gut wie möglich vorzubereiten. Und das hat ja auch gut funktioniert. Die 3 Siege der Roskas, nur ein Teil des 8:1 Spieltagserfolges gegen den Tennis- und Eislaufclub Waldau Stuttgart. Hier sind noch einmal alle Ergebnisse im Überblick. Damit festigen die Grunewalder den 2. Tabellenplatz und werden so zum Jäger Nummer 1 des amtierenden Meisters, dem Tennisclub Bredeney. Der Funke ist jetzt übergesprungen. Da wollen wir weitermachen und ich rede jetzt nicht vom Titel, aber wir haben jetzt den Klassenerhalt geschafft. Und das macht uns erstmal super glücklich. Das nächste Spiel vor heimischer Kulisse findet dann am 4. Juni gegen den Tennisclub Blau-Weiß Aachen statt. Dann hoffentlich wieder mit einem Sieg. Aber mit Andrea Amalia Roska und Joana Loredana Roska im Kader kann eigentlich nichts schiefgehen.